Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, in der heutigen Folge, Leute, werden wir wie versprochen mal ein bisschen auf Bestienjagd gehen. Wir brauchen noch 3 Tiere, um die Quest abzuschließen. Und der nächste, oder das nächste, oder die nächste Bestie, sage ich mal, soll auf der Lakonien-Halbinsel sein. Also Diskurien, oder Dioskuren-Halbinsel in Lakonien. So, ich habe schon mal markiert auf der Karte und dann schauen wir mal, ob wir das blöde Vieh finden. Dann können wir vielleicht mal eine Questreihe mal ein bisschen abschließen. Das ist die Halbinsel hier. Schauen wir doch mal, ob wir es finden. Normalerweise müsste Ikaros dann eh gleich anschlagen, wenn es in der Nähe ist. Weil ich würde nämlich die coole Rüstung dort aufwerten wollen. Dafür brauche ich Felle. Ich brauche Felle, Felle, Felle. So, sehen wir hier schon was? Ja, da ist es. Sehr schön. Oh, ich hoffe, der furzt nicht so rum wie der komische Eber in der letzten Folge. Der war nämlich krass. Ich muss echt, glaube ich, mal farmen gehen oder so. Schiff muss auch noch aufgewertet werden. Mann, Mann, Mann. Diese Größe. Das ist kein gewöhnlicher Wolf. Ja, das ist eine Bestie. Schauen wir mal, ob wir die legen können. Ich hoffe es mal. So, wir speichern aber vorher nochmal. Dann schauen wir mal, ob wir das wieder erledigen können. Ein Kaonwolf. Wir können den aber auch nicht. Ah. Alter! Thank you.
Schau dir's an. Oh, es gibt schön Leder. Oder war ich? Ja, ich ist Leder. So, hat er eine Hülle gehabt? Der alte Schlingel hier. Schauen wir doch hier nochmal rein. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie einen Schatz oder so. Okay. Gut, dann haben wir den auch erledigt. Dann schauen wir uns gleich die nächsten an. So, okay, jetzt warte mal. Den haben wir erledigt. Die kernitische Hirschkuh. Ist im Land der Abanden. Land der Abanden. Ah, hier. Euboja. Kaps Artemisten. Ah, die ist hier oben irgendwo. Die Bitch. Okay, markieren wir sie uns gleich. Und wir reisen einmal. Oh, sag jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht. Weil ich hier nur in dem Kampfgebiet bin, oder was? Meine Fresse. Hier war noch was. So, okay. Dann bitte einmal hierher, bitte. Ja, genau, das müsste hier sein. Dann schauen wir mal, ob wir die Hirschkuh knacken können. Dann glaube ich, wäre es bloß noch ein Vieh, außer die gibt wieder noch eine Anschlussquest, das weiß ich eben nicht. Okay, da vorne haben wir sie markiert. Sie wurde in einem Sumpf gesehen. Der Sumpf ist dort hinten, oder? Warte mal, vielleicht haben die hier irgendwie Bilder reingemacht. Sumpf, okay, wir müssen hierher. Viele Bären und sowas. Und auf jeden Fall viele Hirschkühe. Und da wird ein Riesenvieh wahrscheinlich sein. Sogar ein Aussichtspunkt.
edles Geschöpf. Die Götter selbst werden vor Neid erblassen. Sorry, tut mir leid, aber ich brauche eure Fälle. Tut mir leid. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, letztes Tier. Aber erst holen wir uns noch den Aussichtspunkt. Man weiß ja nie, ob wir noch irgendwie mal eine Quest hier bekommen. Was wichtig ist für einen Kultisten, keine Ahnung, ob sich irgendein wieder hier rumtreibt. Dann haben wir wenigstens schon mal einen Fortpunkt. Sehr, sehr wichtig, Leute. Portpunkte. Nimmt die Portpunkte mit. Wahrscheinlich für das letzte Tier müssen wir irgendwo hinsegeln, wahrscheinlich. Dann schauen wir uns den letzten an. Das müsste der hier sein. Kythera. Insel Kythera. Das ist Samos Kos. Kythera, das war mir komplett klar, dass es hier unten ist. Ich bin ein Vogelmensch. Alter Schwede. Das heißt, wir müssen hinsegeln. Okay, den Segelwald hin. Dann gehen wir bitte einmal hierher. Und dann segeln wir runter. Aber dann können wir wenigstens diese blöde Quest endlich abschließen.
So, da ist ja unten die Insel. Wie markieren die gleich? Was ist denn das überhaupt, eine Hyäne? Skandaya-Bucht. Die ist hier hinten. Die ist hier ganz unten, oder? Okay. Holen wir mal einen Punkt hier. Sumpfigen Plateau gesichtet, okay. Die wird wahrscheinlich am härtesten werden jetzt. Was haben wir denn hier überhaupt noch drin? Abholen. Wir haben da irgendwas haben wir da auch drin. Theseus. Amazonen, da haben wir die andere. Die holen wir auch gleich mal ab. Hier werden wir das komplette Set von der haben. Okay. Dann würde ich sagen, go. Ruderer, auf Position! Barnabas, du wirst nie glauben, was in Messara passiert ist. Naja, das wirst du vermutlich doch. Ich bin ganz bei dir. Ich habe das unser Schiff wird langsam. Bei Knochos gefunden. Hast du es betreten? Ich erschlug den Minotaurus. Was für eine Geschichte. Geschichte? Wir reden hier über die Götter, Herodotos. Sag wie hat die Bestie ausgesehen? War sie so furchtbar, wie die Legenden sagen? Oh ja. Und gestunken hat er auch. Wie könnte irgendjemand glauben, dass... Ich riss ihm eins seiner Hörner auf. Du bist eine legendäre Heldin! Ich weiß! Dieses Artefakt scheint über spezielle Kräfte zu verfügen. Das darf der Kult nicht in die Hände bekommen. Schauen wir mal, wo wir anlegen können. Wahrscheinlich werden wir da komplett einmal rumfahren. Obwohl, nee, vorne, cool. Fragezeichen, Fragezeichen. So, neue Region entdeckt. Wieder eine Festung, ich dreh durch.
Okay. So, schauen wir nochmal. Also, wir haben einen. Oh, wir haben ganz schön viel, ey. Haufen Quests. Was sind denn diese Quests hier? Drachen regieren die Welt. Südlicher Teil. Das müsste hier unten eigentlich sein. Wir holen uns trotzdem noch die Schnellreisepunkte. Bevor wir hier weitermachen. Bildhauer hat die Schönheit der Aphrodite wahrlich eingefangen. Hä? Los! Ist das eine Quest oder was? Schaut cool aus. Auf dem Zeug, was ist hier los? Geht er hoch? Alter, nicht, oder? Okay, hier können wir auf jeden Fall noch mal questen, wenn es wirklich wäre. Aber ich will jetzt erstmal diese komische Hyäne da erledigen. Coole Insel auf jeden Fall. So, okay. Jetzt holen wir uns aber die blöde Hyäne. So, die müsste irgendwo hier unten sein. Wir machen hier mal eine Markierung, setzen uns auf der Karte nochmal die Quest. Genau. Dann schauen wir mal, ob wir sie kriegen. Z
südlichen Teil der Skandaya-Bucht. Hier können wir ja bei Gelegenheit nochmal hergehen, oder ich mache das mal ein bisschen offscreen, weil ihr wollt das bestimmt nicht wieder die ganzen Fragezeichen sehen. Was haben wir denn da gehabt? Okay. Nie zuvor sah ich so ein Monster. Diese Bestie stammt nicht von hier. Schauen wir mal, ob sie das necken können. Ich sehe keine Ätze, wie es aussieht. Müsste es gewesen sein. Opferaltar. Oh, hier ist auch noch ein Aussichtspunkt. Können wir was opfern? Vier Aussichtspunkte auf dem kleinen Insel hier. Da drüben ist auch noch irgendwas. Oh, ich schwimme jetzt nicht rüber. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Also, das ist das hier, gell? Kytra-Atoll. Da können wir dann mal bei Gelegenheit auch mal hinfahren. So, ich würde sagen, wir bringen jetzt die Fälle zurück und dann müsste die Quest eigentlich fertig sein. Tempel der Artemis, wo war denn das jetzt?
Naja, wird da viel zu tun auf der Insel. Bringe die Felder zu der Fahne zurück. Die war doch hier oben. Muss doch hier gewesen sein, oder? Tempel der Artemis war das doch. Wo ist die woanders jetzt? Wo ist die irgendwo anders ist jetzt? Na, das muss hier sein, das muss so der Punkt sein hier. Wenn ich mich nicht komplett täusche, müsste es sein. Na klar. Alter, sie ist nicht hier. Ernsthaft? Wir verarschen? Wo ist die? Bring ich wieder das Verfahren zurück. Wo ist die? Alter, will mich verarschen? Wo ist denn die? Ist ja schön, man will die Quest abgeben, kann ich sie nicht abgeben. Was ist denn das für ein Scheiß? Ernsthaft? Oh, ernsthaft jetzt? Alter Schwede. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, was ist denn das hier für einer? Den haben wir doch auch schon gesehen. 47. Vielleicht können wir die noch schnell snacken. Alter, das geht mir jetzt auf den Sack. Warum ist die da oben, Mage? Okay, hier ist auch noch so eine kleine Insel. Dann komm, den holen wir später, den alten.
ist ärgerlich jetzt. Mal schauen, was wir da kriegen. Okay, den blöden Zyklopen machen wir jetzt nicht. Das dauert mir zu lange. Ganz im Schutze der Nacht. Ich sage ab zum Schiffi. Was hier? Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber erst, bevor wir den hier anlegen, gehen wir noch schnell auf die Insel dann. Oh, 3000 Meter, ey. Schon wieder ärgerlich jetzt. Muss ich ewig weit wieder mit dem Schiff fahren. Was sonst ist zu tun? Hier ist auf die kleine Insel da. Und sonst hat derjenige kein Foto gemacht. Status ich von hier, ey. Links und rechts eine riesen Insel. Das Gime Orevi. Das kommt mir das ein bisschen vor, da fährt unser Schiff jetzt schneller, generell schneller. Irgendwas ist da, weil umsonst ist da nicht so eine kleine Insel mit der komischen Zeus, glaube ich, ist das, mit dem Dreizack. Alles
Es gibt auf jeden Fall keine Anlegestelle. Phidias hatte recht. Der Künstler hat Poseidon in all seiner Macht eingefangen. Schauen wir uns gleich mal an. Hierbei sind da richtig viele Gegner auf der kleinen Insel. Was machen die hier? Jetzt sehen wir uns erstmal die Stadt. Das ist doch die Quest, wo wir die ganzen Statuen suchen sollen. Stimmt, die müssen wir auch noch machen. Die, wo wir bei den Olympischen Spielen da bekommen hatten, glaube ich, ist das, oder? Schau mal, da hinten gibt es eine Kiste auf jeden Fall, die holen wir uns noch. Tempel des Poseidon. Poseidon wacht über sein Leben. Während er abgelenkt ist, sollte ich mir seinen Tempel ansehen. Oh, das ist eine epische Kiste. Epic. Schmiede. Inventar. Erlaubt das Atmen unter Wasser. Okay, das heißt, wir haben keine Probleme mehr unter Wasser, oder wie? Muss ich das ausprobieren. Na, warte mal, erst muss ich noch mal schauen, ob es noch irgendwas gibt. Auf der schönen Insel hier. Da scheint nichts mehr zu sein. Geile Sache. Okay, wir müssen jetzt eh zum Schiff schwimmen. Okay. Okay, wir verlieren keine Luft mehr. Geil. Das heißt, wir können unendlich unter Wasser jetzt schwimmen. Geil. Sehr schön. Geile Sache. Okay, jetzt Leute, jetzt müssen wir aber noch rüber. Ich will jetzt die Böden vollständig abgeben. Gibt es hier noch irgendwie eine andere Anlegestelle? Wir müssen über den ganzen Ding wieder rennen. Kapitän, du bist zurück! Hier können wir nämlich auch die Unterwasserdinger da machen, wo wir so viel tauchen müssen und so.
Feind aus. Könnt ihr wegsegeln? Ja. Offene Gewässer! Ich habe keine Anzeige jetzt mehr. Steht gar nichts bevor. Alter, ernsthaft? So, markieren wir uns die Bitch gleich mal. Ich will jetzt gar nicht groß Quests machen im YouTube. Ich will jetzt einfach nur noch zu der Pussy hin und die blöde Quest abgeben. Versteinerte Insel, Land der sapeischen Liebe. Das Einzige, was vielleicht noch cool wäre, ein Aussichtspunkt. Mastiks Bauernhof. Ah, da ist auch einer auf dem Weg. Denk mal da oben an dem Ast. Bäume weinen. Das nennt man die Tränen von Chios. Ella. Wieder Porto. Nächste Portpunkt, wir sogar ein Schmied, sehr schön. Ja. Schauen wir mal gleich, ob wir unsere die Rüstung hier aufwerten können. Wahrscheinlich, wenn wir da so viel Materialien brauchen, wir uns gar nicht mehr auskennen. Poseidon Tempel. Cheers.
Irgendwo war hier der Schmied. Schmied ist hier unten. Da muss ich wirklich ein paar Söldner umbringen, dass wir hier ein bisschen billiger wegkommen. Wie kann ich helfen? So, wir verkaufen erstmal alle Handelsgüter, aber ist eh nicht viel. Okay, und dann verbessern wir bitte einmal. Und diese hier. 669. Boah, ey. 101 von denen. So, und dann haben wir noch einmal Amazone. Oh, 669. Meine Fresse. Eieiei. 6000. Okay. Können wir noch ein bisschen was zerlegen? Na, da kriegen wir aber kein Ding raus. Eieiei. Warte mal. Können wir nicht hier. Was kostet das Zeug hier? 1000. Ey. Kann aber keine Felle kaufen, so ein Scheiß. Das ist zu teuer. Das kann ich nicht machen, Mensch. Schau bald mal wieder rein. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir können auf jeden Fall die schon mal anlegen. Schaut geil aus. Ich muss echt questen gehen, glaube ich. Nur noch episches Zeug hier, ey. Okay. Was haben wir hier noch? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu der Tussi. Und geben mal ab. Können wir den Helm nicht ausblenden? Helm unsichtbar. Oh, sieht so besser aus. Servus. Bestienbezwingerin. Schön, dich zu sehen. Daphne, das überrascht mich doch. Der Weg, auf den ich dich entsandte, ist voller Gefahr. Du hättest sterben können oder aufgeben. Keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Vielleicht bist du etwas voreilig.
Vielleicht. Das Fell des Wolfs Lykaon. Der Wolf ist nicht nur ein gefährlicher Jäger, sondern auch ein gerissener Gegner. Viele sind schon an ihm gescheitert. Eine Bestie wird nicht mein Ende sein. Eher erliege ich einer Schönheit auf Chios. Sprich doch nicht vom Liegen. Denk eher daran, wie wir neue Höhen erklimmen. Das Fell der Hyäne, nimm es. Diese flohverseuchten Aasfresser ekeln mich an. Wir müssen lernen, das Schöne in allen Dingen zu sehen. Du hast recht, es ist nur ein Tier und handelt nach seiner Natur. Wie wir alle nicht. Das Fell der kerinitischen Hirschkuh. Ich erinnere mich, wie ehrfürchtig ich war, als ich einmal durch die Bäume einen Blick auf sie erhaschte. Es war eine Ehre, so ein edles Tier zu jagen. Nach all dem Leid und Tod, das ich sah, ist der Anblick eines solch würdevollen Tieres wie diesem. Mir fehlen die Worte. Artemis tat recht daran, dich zu mir zu bringen. Das Herz einer Kriegerin schlägt in dir. Doch da ist auch Güte. Ja, komm, ich will dich auch. Ich will sagen, dass ich besser mit dem Speer umgehe als mit Worten. Ruhig. Eine wahre Jägerin zielt auf das Herz. Daphne, ich... Lassen wir die Worte hinter uns. Die nimmt auch alles mit. Wir haben schöne Schuhe bekommen. Da sind die Amazonen-Beinschienen. Schlechter wie das jetzige. Schlecht, ey, was ist denn los? Okay. Noch was für uns? Cassandra, komm her! Wenn ich kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ich bin hier. Wirst du mir jetzt sagen, was hier los ist? Meine Schwestern, wie es das Gesetz vorsieht, das Artemis selbst festlegte, ist die Zeit meiner Prüfung gekommen. Ich präsentiere euch daher Cassandra. Bei Hades, was geht hier vor sich? Es ist alles gut. Hab keine Furcht. Genug mit Geheimnissen. Ich will die Wahrheit. Artemis schickt für jede Generation ihre Boten in die Wildnis.
Kreaturen sind das Zeichen für ihre Töchter, dass ein Herausforderer sie erwartet. Einer, der sie führen wird. Führen? Was soll das bedeuten? Besiege mich in einem Kampf auf Leben und Tod und werde zur Anführerin der Töchter der Artemis. Lehne ab und du wirst zu einem Niemand für uns, wie zuvor. Anführerin? Ja. Töte mich und die Töchter der Artemis werden deine Verbündeten sein. Die Götter brachten uns für diesen Moment zusammen. Wofür du dich auch entscheidest, es gibt kein Zurück. Na, dann lege ich die halt um. Wer bin ich, dem Willen der Götter zu trotzen? Artemis, mein Schicksal liegt in deiner Hand. Daphne. Mein Herz mag dir gehören, doch ich bin Artemis verpflichtet. Meine Schwester. Auch wenn wir stritten, ich muss wissen, dass sie sicher sind. Ich werde sie führen. Ich bin froh, sie in deinen Händen zu wissen, meine Liebe. Ja, halt dich lieber fern von mir. Okay. Okay, das ist jetzt praktisch für unser Schiff, oder wie? Okay. Gut, Leute, damit würde ich sagen, jetzt machen wir auch Schluss an der Stelle. Schon über eine Stunde wieder. Mein Gott, die Zeit vergeht. Echt heftig. Mal schauen, ob wir ein bisschen noch einen Kultisten-Hinweis bekommen. Genau. Ich würde sagen, jetzt machen wir Schluss an der Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und sage bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi. Thank you.